Die Fahrt ist frei heute Morgen auf der Autobahn 7. Wer von Österreich nach Deutschland will, rutscht einfach durch. Von Grenz- oder Bundespolizei keine Spur. Es lag am Flieger, dass der CDU-Chef eine Stunde zu spät nach Bayern kam, um sich zeigen zu lassen, wie das hier bei der Grenzpolizei in Pfronten so läuft. Ich will mir angucken, wie hier die bayerische Landespolizei, die bayerische Grenzpolizei mit der Bundespolizei zusammenarbeitet beim Thema Grenzschutz. Es ist so, dass an der Grenze zwischen Bayern und Österreich die Bundespolizei ja auch über die Kompetenz verfügt, Zurückweisungen vorzunehmen, also unmittelbar an der Grenze stationär zu kontrollieren. Eine stationäre Grenzkontrolle jedoch bekam er nicht zu Gesicht, denn die gibt es nicht mal hier in Bayern dauerhaft. Dafür heute eine sogenannte Schleierfahndung, bei der darf die Polizei auch einige Kilometer hinter der Grenze ohne Anlass jedes Fahrzeug stoppen und überprüfen. Aber wer in Deutschland Asyl sucht, wird auch in Bayern meist nicht zurückgeschickt. Die Zurückweisung ist nur dann, wenn die Person keinen berechtigten Papiere, Ausweispapiere und keinen Aufenthaltstitel hat, um in den Schengen-Raum einzureisen. Ansonsten, wer Asyl sagt, läuft in einem ganz anderen Verfahren. Etwa 3.600 Menschen, die unerlaubt einreisen wollten, fielen der Polizei im zweiten Halbjahr 2022 an der Grenze zu Österreich auf. Zurückgewiesen wurden knapp 2.300, also nicht ganz zwei Drittel. Brandenburgs Bündnis Grüne, Rittmanns Koalitionspartner also, halten auch angesichts dieser Zahlen nichts von ähnlichen Kontrollen an der Grenze zu Polen. Stationäre Grenzkontrollen sind auch immer nur eine temporäre Möglichkeit von 6 Monaten, maximal auf 2 Jahre verlängert. Und das, was da in Bayern gerade passiert, wir gehen davon aus, dass das europarechtswidrig ist, dass das bereits seit 2015 so gemacht wird. Und für die AfD greifen Grenzkontrollen noch viel zu kurz. Wir von der AfD sind grundsätzlich natürlich dafür, dass die Grenzen geschlossen werden tatsächlich und man dann wirklich nur diejenigen reinlässt, die ganz strengen Maßstäben unterliegen, wo man dann wirklich weiß, hier ist ein Asylrecht, was vorliegt, das muss vorher geprüft werden. Aber ich sage, das, was Herr Dr. Redmann jetzt plant, eben Grenzkontrollen einzuführen, das ist schon mal der erste Schritt. Zurück im Süden. Die brandenburgisch-bayerische Grenzerfahrung geht zu Ende. Der CDU-Chef zieht ein positives Fazit, auch wenn andere an der Wirksamkeit der Kontrollen zweifeln. Auf jeden Fall führen diese Kontrollen hier dazu, dass wir es Schleusern schwieriger machen, Menschen nach Brandenburg, nach Deutschland zu bringen. Die Kontrollen führen dazu, dass Kriminelle auffallen, dass jene, die Passfälschungen begehen, auffallen. All das ist so an der Grenze zwischen Brandenburg und Polen nicht möglich. Und dass ihm diese Bilder vor der Landtagswahl im kommenden Jahr nicht unbedingt schaden dürften, auch das wird Redmann vor seiner Reise einkalkuliert haben.